Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und endlich Pimp My Board Game ist zurück. Es hat lang gedauert, das liegt natürlich daran, dass mir die Tipps langsam ausgehen. Ich habe euch alles schon gezeigt, aber hier sind gerade über 100 Leute live hier auf Twitch. Deswegen entschuldigt, wenn hier manchmal Emotes fliegen. Und endlich machen wir mal wieder ein bisschen Brettspiel-Content. Und ich dachte mir, ich habe so viele neue Ideen und Sachen gesehen, da würde ich euch gerne auch ein kleines bisschen dran teilhaben lassen. Und wir steigen ein in meine Tipps, wie ihr Brettspiele oder auch ein Brettspielabend schöner machen könnt. Mich interessieren vor allem Tipps auch aus der Community. Also wenn du was Spannendes hast, dann schreib mir das doch unten in die Kommentare und ich denke, wir gehen einfach mal rein so in die ersten Tipps, die ich euch mitgebracht habe. Der erste Tipp ist eigentlich fast schon der wichtigste für euch. Es gibt, glaube ich, kein Gadget der letzten Monate, auf das ich öfters angesprochen wurde, wo ich immer wieder gefragt werde, hast du einen Link, hast du einen Link, wo kriegt man das? Und es liegt ein bisschen daran, dass wir hier natürlich auch gut sind, einen Hype zu schüren. Denn wir haben das Ding online gesehen, als ich auf der Suche war für Let's Play, wie ich das Würfelerlebnis ein kleines bisschen cooler gestalten kann hier bei Livestreams. Und dann haben wir ein Gadget gefunden und wir haben diesem Gadget natürlich auch den coolsten Namen gegeben, den man ihm geben kann. Wir haben das Ding Rainer genannt, unwesentlich benannt nach einem vielleicht durchaus bekannten Brettspieldesigner. Und Rainer ist ein wunderbarer Würfelturm und den möchte ich euch jetzt zeigen. Hier ist er. Habt ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen, ein Würfelturm hier aus so einem Holzmaterial. Ist lustig, wir sehen ihn, glaube ich, seit einem halben Jahr und ich habe ihn hier noch nie vorgestellt und ich möchte euch einfach mal Rainer zeigen. Wir sagen auch immer gerne Rein da in Rainer. Und das Coole an Rainer ist, ihr seht, so ist der zusammengeklappt und der hat hier oben so ein Magnetscharnier. Hier seht ihr dieses Magnetscharnier. Das heißt, der bleibt auch zu und du kannst ihn halt hier so aufklappen und dann hast du einen vollwertigen Würfelturm. Ihr seht, zusammengeklappt, der passt sogar in einen Brettspielkarton, wenn es ein bisschen größerer ist, aber er passt auf jeden Fall in dein Regal. Du kannst ihn dir custom mit einem Namen versehen lassen. Habe ich jetzt hier mal mit Rainer machen lassen. Also ihr könnt auch was anderes drauf machen. Und ihr seht, wenn ich da jetzt mal würfel, Vorführeffekt, soll das Loch natürlich treffen. Dann zack, seht ihr, ordentlicher Würfelturm. Also ich finde den sehr, 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 sehr geil. Ist aktuell mein Lieblingswürfelturm. Ich habe ein paar inzwischen, aber der ist halt auch bei mir im Livestream super begehrt. Ich wollte einen, der hier so eine ganz klare kleine Kante hat, so eine schmale Kante, aber eine große Fläche, wo man das Würfelergebnis sehen kann, wo man sehr einfach Würfel wieder rausnehmen kann, wo die Würfel aber nicht rausfliegen, der kompakt ist, den ich wegstellen kann. Ihr merkt schon so ein kleines bisschen, ich bin von dem Teil begeistert. Und falls ihr euch den kaufen wollt, den gibt es bei Etsy. Ich habe hier auch die tolle Karte. Ihr könnt ja allein hier einfach mal hingucken. Ich zoome mal kurz hin. Das ist kein endorsedes Ding. Also hier der liebe Frank Fischer, ich habe ihm mal eine Mail geschrieben und habe, oh, jetzt doxe ich, glaube ich, seine Handynummer. Naja, schreibt ihm mal eine nette Nachricht von mir. Der liebe Frank Fischer ist aus allen Wolken gefallen, dass es jemanden auf Twitch gibt, der seinen Würfelturm toll findet und lasst ihm einfach Liebe da. Also ich kriege keine Provision, wenn ihr da irgendwas bei ihm kauft, aber wenn ihr kauft, würde es mich freuen, wenn er weiß, dass es von mir kommt, weil dann weiß er, es kommt von Herzen. Das ist eigentlich alles. Also holt euch gerne so einen Würfelturm. Ich habe gesehen, die Meeple Queen hat sich zum Beispiel gerade einen geholt. Wenn ihr cool sein wollt am Pausenhof, sag's euch ganz ehrlich, dann braucht ihr einen Rainer. Und das Coole ist, man kann sogar die Würfel drin verstauen. Wie geil ist das denn? Mega, mega Rainer, oder? Ich bin ja eigentlich nicht so der Würfelturm-Typ, aber das Ding benutze ich tatsächlich recht häufig, muss ich sagen. Ja, wir haben hier auch am Flohmarkt auch rausgewürfelt, wer zum Beispiel ein Spiel gewinnt und so. Also da kann man viel machen. Ich hatte mir eigentlich einen anderen Würfelturm gekauft und ich möchte euch den zeigen. Und zwar ist der ein kleines bisschen nerdiger. Ich dachte eigentlich, wenn wir vielleicht hier mal ein bisschen Rollenspiel-Content oder so mal auf dem Kanal machen, brauche ich vielleicht einen Würfelturm, der irgendwie ein kleines bisschen mehr so in die Richtung, ja, Pen and Paper und so geht. Ich fand die meisten kitschig und hässlich und habe dann einen gefunden, den fand ich irgendwie witzig, der passte irgendwie zu mir. Ich zeige ihn euch mal aus mehreren Perspektiven und dann sagt ihr mir, wie ihr ihn findet. Zeig ihn mal schon mal so, vielleicht erkennt ihr, dass wir hier einen Bierkrug, Bierfass haben mit einem Henkel dran und hier vorne so einem Vorhof und das hier ist der Würfelturm, ein zweihändiger Würfelturm. Das ist so die Taverne im tiefen Tal, ganz genau. Ich weiß nicht, draus trinken kannst du leider nicht, es ist ein Loch drin, aber die Idee ist natürlich ganz cool und wir gucken uns den einfach mal von oben an, dann ist ein bisschen besser zu erkennen. Hier seht ihr das gute Stück. Ich habe den nicht selbst bemalt oder so, also so
bekommt der geliefert, wenn ihr wollt. Links und so findet ihr immer unten natürlich. Könnt ihr euch die Dinge auch holen. Der ist so aus Kunstharz gegossen. Also ihr seht das vielleicht, das ist so, der ist nicht aus einem 3D-Drucker, würde ich sagen, sondern der ist wirklich gegossen und bemalt. Na, könnte, oder er ist, vielleicht ist er sogar aus einem 3D-Drucker. Ich weiß es nicht. Also er fühlt sich nicht an wie aus einem 3D-Drucker. Der fühlt sich vom Material her eher wie so in Kunstharz gegossen an. Who cares? Ich kann ja mal hier Würfel reintun. Ich habe hier passend mehr für Rollenspieler. Und dann seht ihr, das ist natürlich der Vorführeffekt. Ich muss natürlich Epoxidharz. Ja, Epoxidharz. So, kann ja hier mal würfeln. Also auch ein ganz cooler Dinger. Natürlich ein bisschen kompakter, aber das wäre so ein nettes Geschenk vielleicht zu Ostern für einen Rollenspieler und oder für einen Biertrinker oder beides. Wahrscheinlich ist die Schnittmenge der Rollenspieler und Biertrinker relativ kongruent, um das mal mathematisch auszudrücken. Ein sehr cooles Gadget. Steht leider inzwischen bei mir im Regal und verstaubt, weil natürlich Rainer den komplett weggedrängt hat. Da braucht man nicht drüber reden. Rainer ist am Ende dann doch cooler. Der hat keine größere Platte, ganz genau. Also das heißt, der ist eher was Kompaktes, wenn du ein bisschen Platz am Tisch, also wenn du wenig Platz am Tisch hast und Platz brauchst. Aber hier für deine Dungeons & Dragons Runde, schnell am Platz, schnell gewürfelt, sagst du, ja, habe ich eine 17, bla. So, dann habe ich euch den mal auch gezeigt. Dann etwas, da habe ich mich auch gefragt, habe ich euch das wirklich noch nicht gezeigt? Denn ich habe ja oft genug gesagt, ich bin ja der weltbeste Miniaturenbemaler. Also ich bin ja wirklich der weltbeste Miniaturenbemaler. Stimmt einfach nicht. Ich habe keine Ahnung von Miniaturenbemalen. Ich habe ein bisschen Minis bei mir bemalt. Die schauen aus, Leute. Aber es reicht. Für mich reicht. Ich dachte halt, ich habe Freude dran und ich habe das Gleiche gemacht, was jeder Deutsche macht, wenn er zum Beispiel vornimmt, ein bisschen mehr zu joggen. Das Erste, was man macht, wenn man sich vornimmt, mehr zu joggen, ist, man kauft sich ein paar Turnschuhe und vielleicht ein Buch, wie Jogging geht und noch einen Jogginganzug und bucht schon mal eine Reise für einen Joggingurlaub und so und gibt erstmal ein paar tausend Euro aus, bevor man einfach mal losläuft. Und das Gleiche habe ich natürlich als perfekter Miepelmaler gemacht. Ich habe erstmal für 300 Euro Farben und Zubehör gekauft und dann festgestellt, ich kann überhaupt nicht malen. In dem Zuge habe ich mir aber auch was gekauft und das möchte ich euch gerne zeigen, weil das nicht im normalen Fachhandel zu bekommen ist und ich zeige es euch mal. Und zwar habe ich hier meine Farben. Und damit man an die Farben gut rankommt, seht ihr, habe ich die in einem solchen wunderbaren Acrylständer. Und ich habe die natürlich nicht in einem Acrylständer. Ich habe die natürlich in zwei Ständern, weil man braucht ja alle Farben, die es gibt. Ja, nicht, dass mir eine Farbe ausgeht beim Malen. Und ich zeige euch die mal, denn die gibt es extrem günstig. Und ich habe festgestellt, die sind viel günstiger als das, was so der Fachhandel da immer zur Verfügung hat. Denn das sind so Plastikdinger, wo man einfach seine Lippenstifte reintut als Frau. Also das ist so ein Lippenstift. Ich weiß nicht, ich glaube, meine Frau hat weniger Lippenstifte als ich Farben hier für zum Mini-Bemalen. Also das hat die Größe für Lippenstifte und da passen die aber perfekt rein. Also die haben ganz wenig Spiel, die stehen hier echt super drin. Das ist eine super schöne Lösung und sieht halt geil aus, braucht wenig Platz, stellst du die einfach so hin. Kann man vielleicht auch Lego-Figuren mit zeigen oder so. Also ich finde das eine sehr coole Lösung für so Mini-Farben. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch ein paar Lippenstifte reintun und die kosten, was weiß ich, 5 Euro oder so. Ich verlinke euch da unten mal einfach ein paar Produkte rein. Die gibt es wirklich ganz günstig. Das heißt, ihr seht jetzt hier anhand der Größe, es passt perfekt, diese Lippenstift-Ständerteile. Und ist natürlich viel günstiger als die Lösungen, die es da jetzt irgendwie im Fachhandel gibt. Irgendwie aus Holz gebastelt, bla bla bla, hier einfach aus Acryl. Sieht eigentlich ganz nice aus. Klar habe ich hier schon die erste Katsche mal reingedingselt, aber das ist ja scheißegal, wenn es kaputt geht, kaufe ich mir einfach ein paar neue. Das wollte ich euch hier auch einfach mal so zeigen. So, jetzt habe ich noch was für euch. Da wurde ich auch im Stream drauf angesprochen. Das war mir gar nicht bewusst, dass das für euch so was Besonderes ist. Und zwar hatte sich das meine Frau gekauft. Meine Frau hatte eine Zeit Lust zu puzzeln. Das war während Corona und ich hatte sie auch animiert, einen eigenen Puzzle-Kanal zu machen. Weil ich dachte, cool, ich mache Brettspiel-Influencing, soll sie doch Puzzle machen. Wir hatten den wunderbaren Kanal Octopuzzle. Fand ich einen super Kanalnamen. Vielleicht kommt der irgendwann wieder. Ich habe ja einen Puzzletisch gebaut im Wohnzimmer mit einer Lampe dran, wo sie puzzeln kann. Und sie hat ganz viele Puzzle gekauft, aber dann letztendlich irgendwann auch die Geduld und die Lust dran verloren. Ist ja okay. So, ich darf nicht schimpfen, denn ich habe auch 100 Sachen angefangen und nur 99 zu Ende gebracht. Von daher hatte sie etwas, und das fand ich ganz spannend, sie hatte so Sortierschalen für Puzzle. Und die möchte ich euch zeigen, weil ich benutze die inzwischen auch, aber ich benutze die nicht für Puzzle. Und zwar sieht das so aus. Das sind diese Hexagons hier. Das sind große Schalen. Und ihr seht das hier. Die sind jetzt hier in zwei Farben, weiß und blau. Nehmen wir vielleicht so blau, dann erkennt man das vielleicht ein bisschen besser. Das sind hier so Schalen. Die sind relativ flach. Die könnte man fast schon als einen Würfelteller benutzen. Aber muss man ein bisschen aufpassen, dass einem das nicht rausfällt. Und die Idee ist quasi, dass man sich die auf den Tisch legt, da seine Teile sortiert oder drauf macht. Und das Coole ist dann, dass wenn man jetzt nicht mehr weitermachen kann, man die halt so lagern kann. Das heißt, du stellst die einfach aufeinander,
hast dann deinen Deckel hier und stellst dir so am Stück einfach weg und kannst halt jederzeit wieder weiter puzzeln. Also das ist so die professionelle Puzzle-Variante. Ich puzzle nicht. Ich mache was anderes. Und da kommt jetzt mein Tipp. Das hat gar nichts mit Brettspielen per se zu tun. Also wenn ihr Brettspiele habt, wo ihr so viele Ressourcen reinlegen müsst, dass ihr so viele Dinger braucht, dann müsst ihr euch eh Gedanken machen. Was ich damit mache ist, ich benutze das beim Lego-Bauen. Wir haben hier im Livestream ja wunderbar dieses Haus von Meister Eder gebaut. So viele Steine, so viele Farben zum Sortieren. Und das Coole ist, du hast halt hier diese Dinger und kannst halt hier überall deine Lego-Steine reinsortieren oder deine Klemmbausteine, je nachdem, was du halt gerade für ein Set baust und das halt vorsortieren. Und das hat super funktioniert. Plus, du kannst es auch hier teilweise so ein kleines bisschen lagern. Das kann man natürlich auch mit Tupperdöschen und sonst irgendwas machen, aber ich wollte euch einfach mal dieses System zeigen. Vielleicht seid ihr ja auch begeisterter Puzzler und freut euch auch über so eine Lösung. Ich habe die halt hier, dadurch, dass meine Frau nicht mehr puzzelt, habe ich jetzt hier wahrscheinlich die größten Tokenschalen, die man sich vorstellen kann. Also, und das ist ein Hexagon. Also ich meine, alles ist doch geiler als Hexagon, oder? Also ich meine, das sind die geilsten Tokenschalen wahrscheinlich, wo gibt. Okay, ich belüge euch. Es sind nicht die geilsten Tokenschalen, wo gibt. Denn jetzt zeige ich euch, Obacht, absolute Schleichwerbung. Jetzt zeige ich euch die geilsten Tokenschalen, wo gibt. Die habe ich euch schon mal vorgestellt, aber wir arbeiten gerade ein bisschen enger zusammen und ich habe ein bisschen mehr Materialien bekommen und ich möchte euch da einfach mal ein bisschen was von dem Sortiment zeigen. Also Achtung, es ist geschenkt Ware, es ist Rezensionsware, aber ihr kriegt trotzdem meine Meinung. Wie die letzten Male ja auch schon, weil ich habe es ja schon mal vorgestellt. Ich zeige es euch aber nochmal und gehe noch ein bisschen genauer drauf ein, was mir dran gefällt oder auch nicht gefällt. Und die besten Tokenschalen natürlich sind von der Brettspiellösung. Da gibt es einfach keine Diskussion. Hier habe ich sie, die Honeycumbs, und ich zeige euch sie mal und dann sage ich euch, warum ich das die beste Lösung finde für Tokenschalen. Also hier seht ihr die Honeycumbs. Ich habe mal hier die gängigen Farben. Es gibt sogar noch mehr Farben. Es gibt dann noch so eine Naturlinie, die hat ein bisschen weniger Plastikanteil. Klar, Plastik, da sind wir schon beim negativen Effekt. Es ist aus Plastik, da muss man immer drüber nachdenken, muss man die Umwelt schädigen. Deswegen haben die ja auch nachhaltige Plastiklösungen. Schaut euch das gerne mal auf der Webseite an. Was richtig cool ist, seht ihr ja schon dran anhand der ganzen Farben. Ihr habt viele Farben, ihr habt diese Hexagon-Maße und ihr seht, sie hängen zusammen. Das ist natürlich richtig cool. Ihr könnt sie relativ leicht auseinandernehmen. Die haben hier seitlich diese Lösung, deswegen heißt es auch Brettspiellösung. Und ihr könnt die halt zusammenstecken. Und damit fliegen die am Tisch nicht so rum. Ihr könnt damit auch lustige Figuren bauen. Ihr seht, es ist ein Deckel drauf und der Deckel hält verhältnismäßig gut. Ja, ihr seht es, ich habe jetzt hier Tokens drin. Wahrscheinlich als Vorführeffekt. Ich versuche es einfach mal. Irgendwann habe ich genug geschüttelt, dann kriege ich den Deckel auch weg. Dann fliegt er mir auch weg. Ja, aber in einer normalen Brettspielschachtel hält dieser Deckel locker. Das heißt, ihr braucht da keine Gummiringe oder so tun. Den Deckel tut ihr einfach weg. Ihr stellt es auf den Tisch. Jeder kann sich bedienen. Danach Deckel drauf. Zack, wieder zurück in die Schachtel. So. Bedienen ist auch genau so ein Punkt, wenn ihr euch das hier anguckt. Das ist hier unten rund, hier innen. Das ist auch wichtig bei solchen Tokenschalen, dass ihr halt da recht gut reingreifen könnt. Ihr könnt da sicher auch Erdnüsse draus essen, wenn ihr Bock drauf habt. Was mir gefällt, ist die Größe. Denn die sind genau in der richtigen Größe, dass Ressourcen reinpassen. Ich würde mir gerne noch eine größere Größe irgendwann mal wünschen. So Lego Duplo-mäßig. Ich bräuchte noch die Duplo-Größe für Spiele, wo du viele Ressourcen hast. Hier nimmst du halt dann einfach zwei Schalen. Mir gefällt, dass ein Deckel dabei ist. Mir gefällt manchmal nicht, dass diese komischen Zähne hier rausstehen. Also wenn du nur eine Schale hinstellst, sieht es ein bisschen doof aus. In der Kombi fängt es natürlich an, irgendwann Sinn zu machen, dass du hier natürlich unterschiedlichste Ressourcen in unterschiedlichsten von diesen Honeycumbs drin hast. Was mir auch sehr gefällt, ist der Preis. Den haltet euch fest. Ihr kauft drei von diesen Honeycumbs und der Listenpreis dafür sind 5 Euro. Und wie gesagt, Listenpreis, schaut rum, es gibt immer mal wieder Angebote, Rabattcodes, was auch immer. Aber 5 Euro für das Set, das heißt, für 10 Euro habt ihr schon genug Material, wenn ihr es nur auf den Tisch stellen wollt. Und natürlich könnt ihr halt auch überlegen, ob ihr auch manchmal halt ein ganzes Spiel, also ob ihr die Sachen auch fest in ein Spiel reintun wollt. Wenn es euer Lieblingsspiel ist, was ihr dreimal in der Woche spielt, dann lohnt sich das sicher. Das könnt ihr ja selber euch dann durchrechnen. Ich zeige euch noch ein bisschen mehr, um so ein bisschen das System zu verstehen. Denn was sie natürlich auch haben, sind diese Dinger. Die habe ich am Anfang immer noch nicht verstanden. Inzwischen machen sie für mich Sinn. Das ist hier Eva und Adam. Das sind für Karten solche Boxen, wo du deine
Karten reintun kannst. Das habe ich schon mal vorgestellt und nicht verstanden. Ich tue einfach mal Karten rein. Hier habe ich ja noch einen. Ich habe hier noch einen in Acryl, mal so durchsichtig, damit ihr das mal sehen könnt. Und ich habe jetzt hier die normale Lösung, ist das Ganze ja hier in solche Zipbeutel zu tun. Und jetzt machen wir es einfach mal anders und tun diese Karten hier rein. Ihr habt die vielleicht bei mir im Let's Play auch schon mal gesehen. Und jetzt sind die hier drin. Die passen super gesleeved hier rein, habt ihr gesehen. Und dann sind die da drin. Da gibt es auch Gummiringe, die man rumtun kann, damit es nicht aufgeht. Im Normalfall geht das in einem Brettspielkarton nicht auf. Also das bewegt sich zwar, aber ihr müsst überlegen, wie hoch so ein Deckel ist vom Karton. Der kann niemals so weit aufgehen im Normalfall, dass der auseinanderfällt. Und jetzt zeige ich euch so ein bisschen die Vorteile von dem Ding. Weil ich habe es damals noch nicht ganz verstanden und ich habe es jetzt bei den Let's Plays benutzt. Ich zeige euch mal den ersten Vorteil. Du ziehst jetzt hier diesen Deckel raus, ja? Und jetzt nehme ich den so rum und schiebe den einfach hier daneben. Und jetzt hängt der hier dran. Und das heißt, ich habe direkt einen Ablagestapel. Das heißt, ich habe direkt einen Ablagestapel daneben. Das ist natürlich geil auf dem Tisch. Und was mir da erst später aufgefallen ist, ich dachte mir, naja, das kann ja nicht ein geiles Feature sein. Also ist ganz nett, aber pff, ja. Was ist denn, wenn ich mehrere Kartenboxen habe? Tja, genau, ich kann die alle kombinieren. Ich stelle die alle nebeneinander und dann baue ich mir hier ein Spiel, wo es halt irgendwie 5 verschiedene Kartenstapel gibt. Und dann kann ich hier überall Kartenstapel haben und Ablagestapel haben. Und kann die halt am Tisch auch rumschieben und so. Das steht dann ganz gut. Und jetzt passt auf, ich kann natürlich auch dazwischen auf die Idee kommen, das nach unten anzubauen. Hier, jetzt kann ich so eine Karte von da auch nach unten tun. Und ihr merkt, warum das Ganze Brettspiellösung heißt. Also das heißt, mir fällt jetzt erst auf, ah, okay, das ganze Ding ist wie Lego. Das ist, da kannst du ja Lego mit spielen. Also das heißt, die Sachen kannst du miteinander kombinieren, miteinander zusammenstecken. Und dann spielt es überhaupt erst natürlich die kompletten Vorteile aus. Ich habe hier auch nochmal die etwas kleineren. Also das sind jetzt hier so Standardgröße. Und dann haben wir hier noch diese etwas kleineren. Da kriegt ihr zum Beispiel jetzt hier so kleinere Karten einfach auch gemütlich rein. Zeige ich euch das hier auch. Da ist immer ein bisschen Spiel. Also die Karten können gerne ein bisschen kleiner, größer sein. Die fallen euch nicht raus. Die sind dann hier safe drin, seht ihr. Alles easy. Und auch hier kannst du die Sachen halt anklipsen, zusammenklipsen und so weiter. Also mega, mega praktisch. Das ist schon ganz geil. So, und jetzt sagst du, man kann auch die Schalen mit einklemmen. So, das heißt, auch das geht. Ihr merkt, wie geil ist das denn? Was für eine coole Lösung. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel auch eine Schale dran machen. Stellt euch vor, ihr habt ein Deck und Ressourcen. Könnt ihr euch hier so zusammenstecken. Steckt euch hier drüben noch Ressourcen dran, macht euch hier oben noch irgendwie was anderes dran und baut euch so eure persönlichen Ablage-Dinger. Hier vielleicht noch eine Ressourcenschale dran. Also du merkst, du kannst ja anfangen, hier eine ganze Bahn draus zu bauen. Also mega cooles Ding. Jetzt kann man sagen, ja, okay. Ja, Basti, ist schon ganz spannend. Aber gibt es da nicht noch mehr? Und die Antwort ist ja. Ja, um Himmels Willen, es gibt noch mehr. Deswegen jetzt, bisher habe ich euch nur gezeigt, was ich euch eh schon gezeigt habe. Ihr merkt, das ist jetzt völliges Produktfernsehen. Aber es gibt noch mehr, denn seit neuestem haben sie auch Kartenhalter. Die sehen so aus. Und erstmal, Kartenhalter funktionieren natürlich so, wie man Kartenhalter erwarten würde. Also ich denke mal, über die Funktion brauchen wir nicht reden. Ich kann hier Karten reintun und die werden gehalten, wenn ich das möchte. Und hier habe ich jetzt meine Kartenhalter. Aber ihr seht schon so ein bisschen, ach du Scheiße, Basti, willst du mir jetzt erzählen, dass da auch so Häkchen dran sind? Ja, das heißt, ihr könnt halt auch Kartenhalter nehmen und die jetzt zusammenstecken und euch da ein System bauen, wie ihr wollt. Zum Beispiel nehmt ihr einen zweiten Kartenhalter und baut euch halt einen breiten Kartenhalter. Könnt ihr machen. Jetzt ist der ein bisschen breiter. Es gibt so Eckstücke, die kannst du dazwischen setzen. Damit kannst du zum Beispiel auch sowas hier bauen. Ist jetzt die Frage, ist es sinnvoll? Aber du kannst es machen. Du kannst sowas hier bauen. Wahrscheinlich kann man sogar ein Hakenkreuz bauen. Das muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, du kannst verrückte Dinge machen. Jetzt pass auf. Jetzt kommt mein Lieblingsfeature. Jetzt kommt mein absolutes Lieblingsfeature. Ach so, hier unten kann man noch was reinstecken. Genau, wenn man will. So, hier kannst du noch mal was reinmachen. Kannst dann hier noch mal was dranstecken. Also du kannst ja hier eine ganze Murmelbahn draus bauen. Aber jetzt zeige ich euch das Beste. Jetzt zeige ich euch das absolut Beste am Kartenhalter. Und zwar, du nimmst so eine Ressourcenschale und klippst sie dir da dran. Ist das nicht affengeil? Und wenn du natürlich cool sein willst, nimmst du eine schwarze Ressourcenschale, weil dann passt es noch ein bisschen besser zum Kartenhalter, dann sieht es noch gewollter aus. So, das heißt, du hast hier direkt neben der Brettspiellösung hier halt auch Halter für Ressourcen. Da kannst du dann wieder dein Kartending dran machen. Du merkst, du baust dir hier Dinge zusammen, so wie du Bock hast. Du baust dir deine Brettspiellösung. Das kannst du für jedes Spiel zusammenbauen, wie du möchtest. Höher, dass es mehrere Reihen sind, geht nicht. Du kannst es, aus meiner Sicht, könntest du es halt unterfüttern mit was. Also aus meiner Sicht könntest du es halt so machen. Das kannst du schon machen. Da ist es halt so hin. Das würde schon gehen, aber ist jetzt nicht vorgesehen. Schreib denen doch mal. Das kann nicht so schwer sein, da noch einen Ständer drunter zu bauen, so gefühlt. Ist sicher möglich. Das heißt, das kannst du, und du kannst natürlich
natürlich jetzt auch sowas hier noch machen. Und jetzt gehst du hier ums Eck, seht ihr? Jetzt habe ich hier so einen Eckplatz hier zum Beispiel gebaut. Ist schon ganz geil, oder? Aber soll ich euch was sagen? Das ist immer noch nicht alles, was Brettspiellösung im Programm hat. Ich habe gesagt, ich zeige euch heute alles, was sie haben. Das heißt, das ist schon mal ganz cool, aber sie haben noch mehr. Ich zeige euch noch mehr, was sie haben. Und zwar haben sie ganz neu Sleeves. Guckt mal. Jetzt sagt ihr, okay, aber brauche ich denn Sleeves? Die gibt es ja auch von anderen Firmen. Und die Antwort ist ja. Aber das Coole ist natürlich, wenn ihr gewisse Sets kauft, und da werden wir jetzt gleich als nächstes drauf kommen, dann könnt ihr die halt auch gleich noch mit Sleeves kaufen. In den coolen Größen, die man so braucht. Also die Standardkarten, die ein bisschen schmaleren Pokerkarten, die etwas höheren Karten bis zu den kleinen. Also die normalen Standardmaße sind alle hier. Und wir können ja mal gucken. Ich habe jetzt ja hier diese Karte von vorhin. Schauen wir mal. Genau, die passt jetzt hier standardmäßig rein. Können wir ja mal so ein Sleeve ausprobieren. Zack, bumm. Und dann sleeven wir uns die. Dann habt ihr die in einem Sleeve. Sind immer 50er packen. Normale Sleeve-Qualität. Ich mag die Hochglanz-Sleeves ja nicht so gern. Das wisst ihr, ich hab eine andere präferierte Marke, aber ich möchte euch trotzdem das Vollsortiment zeigen. Damit werden sie mich nicht kriegen, weil ich finde die Lösung geil. So, aber hey, es sind Sleeves, die sind vor allem sehr eng anliegend. Das finde ich schon ganz gut. Also die sind gefühlsecht, würde ich die mal nennen. Schauen wir mal kurz. Also für Sleeve-Fetischisten, ihr seht das. Und ich meine, ich habe jetzt hier Licht und so weiter. Schaut, wie wenig das spiegelt. Dafür, dass das eine Hochglanz-Sleeve ist. Ja, jetzt kriege ich so ein bisschen, hier, jetzt kriege ich mal einen Spiegeln hin. Ja, aber guckt mal, wie wenig das spiegelt. Versucht es mal mit anderen Sleeves. Da werdet ihr durchaus Probleme haben, es zu sehen. Also die sind schon gut. Die sind schon gut. Klar, wenn ich sie jetzt voll auf die Lampe halte, dann geht's nicht mehr. Aber knapp daneben blendet mich nichts mehr. Also auch das ist durchaus nicht typisch bei Sleeves. Ich möchte sagen, wer sich auskennt mit dem Thema Sleeven, der weiß, das Schlimmste für Sleeves ist eigentlich die Halogenbeleuchtung. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn jetzt habe ich euch Sleeves gezeigt, aber eigentlich möchte ich euch was ganz anderes zeigen. Ich möchte euch nämlich das hier zeigen. Jetzt sagt ihr, Moment, du willst mir Applejack von Uwe Rosenberg zeigen. Was hat denn das jetzt mit der Brettspiellösung zu tun? Und das ist eben das Coole. Wenn ihr bei Brettspiellösung auf die Seite geht, dann findet ihr dort für ganz, ganz viele Brettspiele bereits vorkonfigurierte Honeycombs, Kisten, Beutel, Dinge, mit denen ihr euer Spiel pimpen könnt. Und die Dinge möchte ich euch hier mal kurz am Beispiel von Applejack noch zeigen. Und hier kommt jetzt noch ein bisschen was dazu, was ihr noch nicht kennt. Wir fangen mit was relativ Einfachem an. Es gibt hier auch bedruckte Beutelsäckchen hier. Für Applejack ein Säckli. Und das Coole an dem Säckli ist, schaut mal die Form von dem Sack. Seht ihr das? Das heißt, der ist so ein, wie nennt sich das immer, Handschmeichler. Das heißt, ihr habt so ein Säckle, was man halt auch hinstellen kann. Ja? Das hat eine Form, dass man es hinstellt und von der Seite gut reingreifen kann. Seht ihr diese Form? Die ist durchaus speziell. Ich habe noch nie so ein Säckchen gesehen, was so ist, außer mein eigenes natürlich. Und was ist hier drin? Hier drin sind natürlich für Applejack diese ganzen Dinger, das Ganze in der passenden Applejack-Farbe. Die Sachen gibt es einzeln, die Sachen gibt es als Set. Es gibt für diverseste Spiele Säckchen. Ja, ich habe jetzt hier Beispiel Applejack. Wenn du sagst, Applejack finde ich aber kein gutes Spiel, hol es dir für ein anderes Spiel, wenn du möchtest. Aber es gibt noch mehr. Denn bei Applejack sind ja hier diese Honigmarker dabei. Und die könnten wir jetzt hier in so einen Honeycomb tun. Das würde sich ja gut zusammenpassen. Das heißt, hier könnte ich die reintun. Aber was wäre denn, wenn wir noch viel geilere Ressourcen hätten? Weil das ist ja schon ganz nett, aber ich hätte gern noch coolere Ressourcen. Und auch das macht die Brettspiellösung. Tada! Ihr könnt euch hier, und ich habe das hier auch extra schon in so schönen Honeycombs drin, ihr könnt euch die austauschen und holt euch hier, und das müsste 3D gedruckt sein, solche Ressourcen. Und die gibt es natürlich für etliche Spiele. Jetzt halt hier am Beispiel Applejack. Und ich schaue mal, ob ich euch die zeigen kann. Hier gibt es so Honigfässer. Ja, so sehen die aus. Mit einer 20 drauf. Und dann in unterschiedlichen Größen. Ihr könnt es euch vorstellen, wie das halt noch aussieht. Hier für die 5 und hier für die 1er. Und das Ganze passt natürlich in Honeycombs. Kannst du schön zusammentun. Würde ich jetzt sogar wahrscheinlich eher so zusammenstecken. Dann steht es ganz kompakt auf dem Tisch. Passt natürlich in den Karton mit rein. Ihr seht das. Und dann habt ihr für relativ wenig Geld, wenn ihr wollt, euer Applejack komplett aufgepimpt. Ihr merkt, Basti ist im Homeshopping-Modus. Ich wollte jetzt gar nicht so sehr ein Loblied auf die Brettspiellösung feiern. Ich will euch die Sachen einfach zeigen. Und ich bin ganz ehrlich, was soll ich da aussetzen? Das ist doch alles erstmal cool. Ich gebe euch gleich mal meine Meinung, was von den Sachen für mich No-Brainer ist. Aber there is even more. Ich habe noch eins. Ich habe noch ein letztes Ding für euch. Sorry, es tut mir leid. Ich zieh's durch. Ich habe noch was für euch. Schaut mal her. Ich habe hier noch ein Arche Nova. Ich habe hier noch ein Arche Nova. Und jetzt kann man sich vorstellen, ja klar, okay, bei Arche Nova
ich packe die Sachen in Honeycombs, ich packe die Karten irgendwo rein. Das könnt ihr euch alles vorstellen und so weiter. Ja, aber es gibt noch was anderes, was ich euch zeigen kann, nämlich das hier. Wir gucken mal rein in Archinova. Und was wir hier noch Cooles haben, ist in diesen beiden Tüten. Das ist das normale Standardspiel. Und falls ihr Archinova kennt, dann wisst ihr, es gibt da so Kioske und wie nennt sich das so? Palisaden? Nee, Paläste? Nee, wie heißt denn das? Wie nennt man denn das? Diese sechseckigen Dinger, wo man rein kann. Pavillon. Pavillon ist das Wort. Ja, es gibt diese Pavillon-Marker. Die sehen so aus. Ja, die kann man... Normale Pappmarker, Kiosk und so. Ja, so ein wendbares Pappteil. Ist jetzt nichts Besonderes. Und die könnt ihr auch pimpen. Und auch das gibt es von Brettspiellösung. Und zwar habt ihr die hier auch in 3D. Ich zeige euch da mal einen. Hier habt ihr so ein Pavillon. So sieht der aus. Kann man durchgucken. Kann man durchgucken. Können Sie reingucken. Und es gibt natürlich hier noch einen Kiosk. Alles 3D gedruckt in Deutschland. Hier, zack, zack. Und wenn ihr euch das mal auf dem Spielfeld vorstellt, ich kann ja mal hier so ein Feld nehmen, dann habt ihr halt auf die Weise ein dreidimensionales Spielfelderlebnis. Das ist so ein bisschen so wie Burgen von Burgund spielen. Das spiele ich ja auch in der Deluxe-Edition. Aber da benutze ich eigentlich auch nur die großen Burgen und nicht die ganzen anderen 3D-Dinger. Und das heißt, die passen hier exakt drauf. Also die haben genau die Größe, dass sie hier reinpassen. Kannst du die halt dann hier drauf tun. Passen da genau drauf. Ah, ich habe das Spielfeld falsch rum. Sorry, Leute. Ja, ja, ich habe es einfach nur zeigen wollen. Ja, ist schon klar, der Allmann in euch schreit. Oh mein Gott, der hat das Spielfeld falsch. Man merkt, dass ich nicht so wirklich Archinova zocke. Das Coole für alle Twitch-Zuschauer, ich habe es euch ja schon angekündigt. Dieses Spiel könnt ihr heute noch bei mir live auf Twitch gewinnen, inklusive diesem gepimpten Ding. Das heißt, viel Freude gleich damit. Das werden wir jetzt dann gleich unter euch allen verlosen. Und dann könnt ihr mit einem von der Brettspiellösung gepimpten Archinova Solo das Ganze spielen. Ihr merkt, meine Lieblingskritik, für mich ist Archinova halt ein Solo-Spiel. Da finde ich super. Ich würde es niemals in Vollbesetzung spielen wollen. Aber hey, ich will euch das Spiel jetzt nicht malig machen. Darum geht es ja nicht. Ich wollte euch ja nur das coole Spielmaterial von der Brettspiellösung zeigen. So, was ist jetzt für mich von der Brettspiellösung das Coolste? Ich sag's euch ganz ehrlich, was ich mir gekauft hatte bisher, waren die Honeycombs. Die finde ich super. Ich zeige sie euch nochmal. Das hier finde ich richtig cool. Die passen am Tisch hin. Die haben die richtige Größe für die meisten Spiele. Ich mag dieses Lösungssystem. Ich benutze im Normalfall keine Kartenhalter. Ich habe hier einen Cuplex-Tisch, der hat eine Kartenrille. Das heißt, diese Dinger habe ich eigentlich bisher nicht benutzt. Die werdet ihr bei mir trotzdem immer mal wieder sehen, denn bei manchen Let's Plays können die natürlich auf dem Tisch durchaus genutzt werden, damit ihr besser die Karten sehen könnt. Also von daher, dafür ist es okay. Das wäre jetzt aber nicht mein präferiertes Gadget. Aber natürlich, wenn ihr sowas nicht habt, ist das natürlich super, weil ich finde, dass die super zusammengehen. Das hier, ich glaube, du brauchst da wirklich Kartenspiele, wo du viele Karten hast und wo du dann auch immer den Ablagestapel nutzen kannst. Das hilft mir bei Let's Plays gerade auch extrem. Ich fand es bei normalen Brettspieltagen bisher unnötig, sowas noch auf den Tisch zu stellen. Also das ist für mich Must-Have. Das gehört in jede gut sortierte Brettspielkiste. Das hier, wenn du noch keine Kartenhalter hast, und da musst du halt Bock drauf haben. Sleeves, ganz ehrlich, die sind vollkommen okay. Ich habe halt meine eigene Lieblings-Sleeve-Marke. Da wird mich auch keiner von wegbringen. Das ist wie, wenn mir einer irgendwie, keine Ahnung, neuen Schnaps anbietet. Ey, ich trinke den alten Fusel weiter. An den habe ich mich gewöhnt. Meine Leber kann nur noch den saufen. Die sind trotzdem hochwertig. Das passt schon. Ich finde die sehr slim, wie es so schön heißt. Die sind sehr schön eng anliegend an der Karte. Das ist cool vom Schnitt her. Und sie glänzen auch nicht so sehr dafür, dass sie glänzend sind. Ich mag ja Seidenmatt immer lieber. Aber falls ihr zum Beispiel diese Sets kauft, dann kriegt ihr halt zum Beispiel direkt für Archinova halt mal 500.000 Sleeves dazu, damit du alle Karten sleeven kannst und so weiter. Jo. Die Ressourcen, muss ich sagen, finde ich total cool. Ich bin ja durchaus auch ein Fan, habe ich ja oft genug ja auch andere Marken vorgestellt, die solche Ressourcen machen. Aber ich muss sagen, die stehen jetzt den anderen Sachen, die ich so kenne, an 3D gedruckten Ressourcen auch nicht nach. Also die finde ich genauso gut, genauso schlecht. Muss man sich halt immer überlegen, ob man das braucht. Ich stelle euch die Sachen hier gerne vor. Ich habe sehr wenig Spiele, die ich wirklich gepimpt habe. Ich glaube, Archinova, gut, ich mag Archinova nicht. Ich bin nicht die Benchmark. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht einen Applejack gepimpt, aber das ist ja wieder das Geile, dass es so viel Material gibt bei der Brettspiellösung. Also ihr guckt einfach auf die Webseite drauf und guckt halt einfach, welches Spiel euch gefällt, welche Dinger ihr braucht. Und so ein Dreier-Set Honeycombs für 5 Euro, das könnt ihr auch einfach mal beim Sascha von Spieletastisch mitbestellen, falls ihr den Mindestbestellwert sonst nicht schafft. Also das ist doch auch eigentlich ein ganz gutes Ding, kann man eigentlich immer mitbestellen. So bin ich eigentlich auch an die meisten gekommen. Also das mal hier, Brettspiellösung, wollte ich euch mal hier ein bisschen was zeigen von. Leute, der nächste Tipp, das wundert mich, dass ich euch den in all den Folgen Pimp My Board Game nicht vorgestellt habe. Und der ist alt wie ein alter Hut, also wie meiner. Da werdet ihr jetzt gleich sagen, da kannst du uns nichts erzählen, Basti, das kennen wir schon.
Das ist ja kein wirklicher Tipp, um Boardgames zu pimpen. Und dann zeige ich euch so zwei, drei Sachen. Vielleicht kann ich euch wirklich was zeigen, was ihr noch nicht kennt. Ich habe nämlich auch noch eine Pimp-Maschine. Eine Maschine, die mir Boardgames pimpt. Vor allem dann, wenn man vielleicht so ein bisschen eigene Geschichten macht, wenn man Print-and-Plays hat, wenn man sich Geschichten von Boardgame-Geek noch zusätzlich ausdrückt, Spielerhilfen ausdruckt und so weiter. Vielleicht auch beim einen oder anderen Roll-and-Write nutzbar, wenn man wie ich Riesenfan des Genres Roll and Write natürlich ist. Und das ist natürlich das Laminiergerät. Hier ist es meine Olympia A230. Es geht nicht ohne Laminiergerät. Ich wollte sie euch mal zeigen. Ich schalte sie jetzt nicht ein. Ihr könnt euch vorstellen, was ein Laminiergerät ist. Ja, ihr macht auf heiß, ihr macht an und dann könnt ihr dort Papier mit Laminierfolien reinschieben und dann kommt das Ganze laminiert am Ende wieder raus. Das ist auch eine Umweltverschmutzung. Überlegt euch, was ihr da rein donnert. Ich habe die auch wegen der Arbeit und nicht nur, weil ich da Brettspielkram mit laminiere. Ich gebe euch meinen Lieblingstipp für eine Laminiermaschine mit. Ihr könnt euch da kaufen, was ihr wollt. Die war jetzt gar nicht so teuer. Laminiert immer zweimal. Also einmal durchfahren lassen, bisschen auskühlen lassen, zweites Mal durchfahren lassen, hält dann deutlich besser. Also der Trend geht zum Doppellaminieren. Manchmal reicht einmal einfach nicht aus, damit das wirklich dann eine gute Verbindung eingeht. Und dann laminiert er das. Ich habe jetzt mal hier einfach mal hier so ein paar Laminierfolien da, damit ihr die auch mal kurz gesehen habt. Die gibt es natürlich in DIN A4, so sehen die aus. Die sind so milchig. Das ist halt quasi, das löst sich dann auf und hier innen rein legst du ein Blatt Papier. Das ist an einer Seite zugemacht, mit der Seite voraus schiebst du es durch die Maschine. Und das ist jetzt natürlich eine DIN A4 Folie, aber die gibt es natürlich in unterschiedlichen Größen, gibt es auch in Spielkartengrößen. Da sind sie natürlich geradeaus bei mir, aber hier noch so, wenn du hier, keine Ahnung, hier so Riesenspielkarten machen willst und so weiter. Also alles nichts Besonderes. Jetzt zeige ich euch aber ein typisches Problem, wenn ihr laminiert. Und zwar zeige ich euch das mal anhand von dieser wunderbaren King of Tokyo Spielerhilfe. Die gibt es bei mir auf dem Discord-Server, die habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das ist eine Kurzübersicht mit allen Erweiterungen von King of Tokyo. Das heißt, ihr könnt hier auf einer Karte sehen, wie man das spielt. Finde ich total cool. Aber ihr seht jetzt schon, ich habe das auf DIN A4 einlaminiert. Gedruckt war das auch auf DIN A4, aber ich muss natürlich ein bisschen zuschneiden. Und jetzt seht ihr schon, das sieht natürlich scheiße aus. Jetzt habe ich da diesen Überstand dran, wie es so schön heißt. Und der normale Mensch nimmt sich jetzt seine Schere. Und wichtig ist, schneidet das aber nicht direkt an der Kante. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Da ist immer so ein leichter Lufteinschluss auch an dieser Kante. Sieht man das vielleicht? Hier seht ihr vielleicht, da ist so ein leichter Lufteinschluss an der Kante. Ihr müsst da ein bisschen Abstand lassen, weil das geht euch sonst kaputt. So, jetzt schneide ich das hier mal so an dieser Kante hier entlang mit meiner Bastelschere aus der Grundschule. Ah, wunderbar. Sehr schön. So, geht ja sogar. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Ah, wunderbar. So, und der ein oder andere hier im Chat, live auf Twitch, der schreit jetzt schon. Basti, spinnst du jetzt eigentlich? Was machst denn du jetzt da, mit der Bastelschere das zu machen? Vielleicht sieht man es auch nicht so richtig, aber ich zeige es euch mal hier ein bisschen in der Großaufnahme. Hier zum Beispiel sieht man es ganz gut. Boah! Ist das teilweise schief und sonst irgendwie geschnitten. Deswegen, ganz wichtig, wenn ihr eine Laminiermaschine holt, braucht ihr noch ein klein bisschen Zubehör, damit das Ganze Spaß macht. Und ihr braucht zwei Sachen aus meiner Sicht. Und die müssen gar nicht teuer sein. Die waren bei meinem Laminiergerät schon mit dabei. Da steht schon Olympia drauf. Und zwar braucht ihr eine kleine Schneidemaschine. Die gibt es in richtig krass groß. Hier habe ich jetzt eine sehr kompakte, auch windige Schneidemaschine. Aber für das, was ich mache, reicht die vollkommen aus. Da ist hier so ein kleines Schneidemesser, sieht man vielleicht hier. Und das wird hier draufgeklappt und dann fährt man mit diesem Schneidemesser rüber und schneidet das Ganze geradezu. Das heißt, ich nehme mal hier das Ding nochmal hier von King of Tokyo. Ich habe mir das zweimal laminiert. Das heißt, man macht das hier auf. Dann hat man hier schöne Markierungen. Das heißt, ich suche mir den passenden Platz, spanne mir das hier ein, mache das zu und fahre gemütlich mit dem Messer drüber. Schwupp, abgeschnitten und habe hier eine wunderschöne, gerade, tolle Kante. Ja? Und das Ganze in DIN A4. Das heißt, ich kann das auf allen Seiten schnell machen. Dann habe ich hier eine schöne, gerade Kante und bin zufrieden. Das ist auch eine wunderschöne meditative Tätigkeit. Abends beim Twitch-Stream von Geekpunkt gucken, kann man nebenher so ein bisschen seine Spielerhilfen sich zuschneiden. Wenn ihr da Spielkarten oder so habt, empfehle ich euch, kauft euch lieber Laminierfolien in der passenden Größe, aber mal schnell so eine Spielerübersicht laminieren, eine Speisekarte oder so und dann habt ihr das schon halbwegs in ordentlich und wenn ihr euch das genauer anguckt, das ist halbwegs professionell. Ja? Und das habe ich jetzt wirklich relativ zackig schnell gemacht. Aber es gibt eine Sache und jetzt kommt das letzte Gadget in dem Zusammenhang hier, die einfach ganz wichtig ist und das ist hier diese Ecke. Normale Laminierfolien sind am Rand rund. Und wenn ihr das natürlich zuschneidet, dann habt ihr jetzt Ecken. Und die sind spitz, die tun weh, die tun sich kaputt. Und was ihr natürlich braucht noch, das hatte ich halt leider noch nie vorgestellt, ist den Eckenschneider.
So sieht der aus. Auch der war in meinem Set einfach schon dabei. Ihr seht, den benutze ich auch exzessiv. Und da ist einfach ein rundes Messer drin, ähnlich wie eines Lochers. Ihr tut einfach die Ecke rein und drückt. Ecke rein und drückt. Das ist total einfach. Ecke rein, ihr drückt. Ecke rein, ihr drückt. Das war's. Und jetzt habt ihr wunderschöne runde Ecken an diesem Ding. Ihr könntet auch vorher das Papier rund stanzen, für alle, die das innen rund und außen rund wollen. Und damit kriegt ihr halt eure Spielerhelfen, eure Karten etc. Hier wunderschön eingedingselt. Und das sieht professionell aus, das macht was her. So muss das aussehen, so kannst du es auf den Tisch legen, das hält ordentlich und alle sind glücklich. Alter Trick natürlich ist ja nicht nur solche Spielerhelfen einzulaminieren oder Prototypen oder sowas, sondern natürlich bei Roll and Rides sich vom Block ein Blatt zu nehmen, das Blatt einlaminieren und dann kann man hier mit so abwaschbaren Stiften drauf rumschreiben und muss den Block quasi nicht verschwenden. Und dann ist es sogar wieder eine nachhaltigere Lösung, weil ihr natürlich dann nicht das Papier wegschmeißt, sondern dafür irgendwann in 1000 Jahren irgendein anderer Nachfahre immer noch dasselbe Roll and Ride spielen kann, weil dieses Plastik nicht verrottet. Und jetzt werdet ihr sagen, Basti, ist alles ganz cool mit dem Laminieren und so, aber was ist denn, wenn ich wirklich nicht so laminieren will und will auch so eine Lösung für Roll and Rides? Und da habe ich was für euch und auch das habe ich euch immer noch nicht vorgestellt. Und zwar ist es das. Weiß nicht, ob ihr das hier schon mal gesehen habt. Das sind Dokumententaschen aus Plastik. Da könnt ihr ein Dokument rein tun und dann nehmt ihr einen abwaschbaren Stift und dann könnt ihr auf der Dokumententasche schreiben und nicht auf dem Dokument. Und die gibt es in so 10er-Packs in allen möglichen Farben für alle möglichen Spieler, die kosten eigentlich nichts. Ja. Kriegst du wahrscheinlich bei Temu, bei Etsy. Ich verlinke euch irgendwas von Amazon unten rein. Und dann kriegt ihr die ganzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe das mal hier an einem Beispiel. Ich habe hier einfach mal einen Bogen rein von Dings hier, von Hadrians Wall. Zack. Kannst du einfach hier deinen Roll and Ride Bogen nehmen und schiebst den hier in diese Dokumententasche und dann nimmst du dir halt abwaschbare Stifte und kannst das spielen. Also das heißt, ich habe jetzt hier irgendwelche abwaschbaren Stifte, die sind ganz billig, die werden jetzt nicht gut funktionieren, aber ich nehme mal hier grün, reiche ich mal das hier ab, das da und hier mache ich Sachen, weiß nicht, sieht man wahrscheinlich ganz gut im Stream. Habe ich jetzt hier einfach ähnlich wie man sonst bei laminierten Dingen macht, hier drauf gemalt und dann nach dem Spielen kann ich das einfach wieder wegmachen. Gut, Hadrians Wall sind so viele Bögen dabei, das reicht für 3 Leben. Ja, eine Klarsichthülle wird es auch tun. Mit Sicherheit kannst du auch eine Klarsichthülle nehmen. Die sind nicht teuer hier, die Dinger. Du kannst sie sogar noch an die Wand hängen oder so. Also eine ganz einfache Lösung. Verrutscht das nicht? Nee. Das hat innen eine Statik auch so ein bisschen. Wenn das hier drin ist, verrutscht hier nichts. Also ich zeige dir das mal. Ich mache mal hier einen Kreis um dieses Teil hier. So, siehst du? Hier ist es exakt getroffen. Jetzt halte ich das hier. Also ich sag mal so am Tisch, wenn du das so wackelst, dann ist ja wirklich schon Erdbeben. Ja, aber guck, immer noch an derselben Stelle. Also da verrutscht sich nichts, wenn es am Tisch ist und du da drauf rummalst, dann verwischt da gar nichts und tut da nichts. Also das verlinke ich euch auch mal unten rein, gibt sicher genug andere Lösungen, aber dann habt ihr so eine Dokumententasche auch mal gesehen. Das ist halt die nachhaltigere Lösung, weil ihr auf die Weise nichts einlaminieren müsst und es geht halt auch mal spontan mit 10 Leuten schnell ein Roll and Ride, zack, Zettel rein, drauf rummalen, danach wieder wegtun, mit Kindern vielleicht dann irgendwas rummalen, Exit-Games lösen beispielsweise, ohne Sachen kaputt zu machen, indem ihr das einfach in so eine Mappe reinschiebt. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und jetzt mein letztes Ding. Das habe ich wieder selbst gebastelt, heute für euch gebastelt und ich schenke es euch natürlich. Ihr könnt es euch kostenlos holen. Bei mir auf dem Discord-Server werde ich es ablegen. Das heißt, Link ist unten drin. Und zwar habe ich etwas gebastelt für ein Brettspiel, das ich sehr gerne mag und das schon immer basteln wollte. Und zwar habe ich etwas gebastelt für die Tavernen im tiefen Tal. Und ich weiß nicht, ich glaube, es hat noch keiner vor mir gebastelt dafür. Aber wenn, ist auch egal. Ihr könnt es euch auch selber basteln. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, was hast du dir für die Taverne im tiefen Tal gebaut? Ich glaube, ohne das ist Taverne im tiefen Tal unspielbar. Und ich zeige es euch mal. Wir schauen mal rein und mal schauen, ob ihr seht, was ich dafür gebastelt habe. Also Anleitungen raus. So, Taverne im tiefen Tal. Was meint ihr? Was habe ich dafür gebastelt? Was meint ihr? Bin mal gespannt, ob es der Chat errät. Chat, was habe ich für die Taverne im tiefen Tal gebastelt? Das ist Grundspiel plus die Erweiterung zimmerfrei. Also ihr habt das Grundspiel mit seinen Modulen und die Erweiterung zimmerfrei passt hier alles in einen Karton rein. So ohne Insert einfach mal hier drin. Eine Übersicht. Ja, eine Übersicht wäre gar nicht so schlecht. Gell? Ohne echte Schnapsleser unspielbar. Okay, ja, Inserat rausgenommen. Ja, ich habe das Insert rausgenommen. Eine Reihenaufbewahrung. Ich habe bei diesem Spiel, und das ist aber bei anderen Spielen auch so, aber bei diesem Spiel ist es sehr exemplarisch. Ich habe bei Brettspielen immer ein Problem. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt ein Brettspiel, da hast du Grundspielkomponenten, dann gibt es eine zusätzliche
Expertenvariante mit irgendwelchen zusätzlichen Karten und Dingen. Dann hast du dir 3 Expansions dazu gekauft und irgendwie weißt du nicht, wie du es richtig sortieren sollst. Also das heißt, du hast ganz viele Dinge, aber du weißt nicht, wie es zusammenpasst. Und im Falle von Tavernen im tiefen Tal hast du ja schon im Grundspiel irgendwie 5 Module. Dann holst du dir noch die Dings dazu, hast du irgendwie 10 Module. Und wie soll man sich so da auskennen? Und ich habe etwas einfach wie Geniales gemacht, Leute. Ich bin ja ein Fan davon, Sachen in Plastiktüten zu tun. Hast du jetzt Beutel gemacht? Leute, ich habe Beutel gemacht. Wenn ihr Bock habt, bei mir auf der Webseite, ladet ihr euch einfach so einen Druckbogen für Etiketten runter. Hier seht ihr meinen Etikettendruckbogen. Die gibt es relativ günstig im Handel. Adressetiketten. Ja? Und dann druckt ihr euch Etiketten für eure Beutel. Ich habe jetzt hier die Sparversion einfach nur in schwarz-weiß Text drauf für Leute, die halt einfach Tintenpatronen sparen wollen. Ihr seht davon nichts. Warum seht ihr davon nichts? Weil ich jetzt einfach das umdrehen muss. Ich habe zum Beispiel hier dieses Material und dann steht hier hinten drauf, das ist Grundspiel, Modul 3, da müssen rein 4 Rufmarker, 16 Badenkarten, 10 Gästekarten. Das muss in diese Tüte. Ich tue es raus, ich tue es rein. Das ist mein Modul. Ich nehme das hier. Das ist die Erweiterung, Modul A. Da gehört rein 18 Sommelierkarten, 18 Quacksalberkarten, 4 Weinkellner, ein Tralala. So, das könnt ihr auch selber machen mit einem Zettel und einem Stift. Ihr müsst da nicht meine Vorlage nehmen. Das könnt ihr für jedes fucking Brettspiel machen. Aber wie einfach und genial ist es da einfach, diese scheiß Aufkleber drauf zu machen. Wie gesagt, das ist jetzt die reine Textvariante. Dann könnt ihr euch das auf jeden beliebigen Aufkleber, den ihr so habt, anpassen. Ja, und packt es drauf. Ich gebe euch die Word-Datei. Ihr könnt sie euch so anpassen, wie ihr wollt. Ihr macht es so, wie ihr wollt. Und habt hier diese Aufstellungen. Aber richtig geil wird es dann, wenn ihr euch die farbigen Varianten nehmt, die wird es auch auf dem Discord geben, wo einfach, wie zum Beispiel hier, dann einfach die Karte aufgedruckt ist, wo einfach drauf ist, 16 Mal diese Karte muss rein, dann schaue ich, welche Karte, ach, die muss da rein. Ja, easy. Da brauchst du halt dann einen Farbdrucker zu und hier hast du deine Etiketten, dann schmeißt das so rein und dann kannst du alles in die Tüte schmeißen, weil du einfach die Dinger anguckst und sagst, okay, das ist Modul 3, was brauche ich denn? Modul Dings, Modul 5, geil, hier ist Modul 5. Und alles, was da reingehört, ist drin, danach musst du da wieder einpacken. Ich habe auch natürlich einen Link für die Aufkleberblätter, das ist jetzt hier ganz Standard hier von der Firma Avery Zweckform, also ganz klassisch, kann man einfach überall kaufen und da bleiben auch noch ein paar Aufkleberchen übrig, wenn ihr da noch was Eigenes machen wollt. Aber prinzipiell könnt ihr natürlich auch die Druckdatei euch dann so anpassen, dass ihr das auch auf anderen Aufklebern drucken könnt, wenn ihr das größer, kleiner, in einer anderen Schriftart. Who cares? Ja, ich habe jetzt hier extra die Sparversion gemacht, weil die reicht vollkommen. Und ich glaube, an so einem Spiel wie Tavernen im tiefen Tal sieht man eigentlich ganz gut, wie man das sortieren kann. Klar kannst du da auch ein Insert dir kaufen, wo die Sachen sortiert sind. Das Problem ist, du weißt dann aber immer noch nicht, was ist Modul 3, was ist Modul 5. Das Material ist dann eher nach Form einsortiert und deutlich weniger nach was gehört eigentlich zusammen. Und vielleicht, ich habe es jetzt vorhin zu wenig gezeigt, ich möchte euch das letzte noch zeigen. Das Spielermaterial, das ist natürlich auch dann cool. Dann hast du halt hier wirklich für den Spieler rot. Weiß nicht, ob man es hier erkennen kann. Ah, warte, ich muss mal hier den Zoom passend machen, wie ihr es hier sehen könnt. Hallo Zoom. Einmal roter Marker, dreimal rote Würfel, viermal neutrale Würfel, 2 Geldmarker, 2 Biermarker, ein Dingsbums, ein Untersetzer. Alles drauf, gehört in den Beutel, fertig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich Honeycombs dafür nehmen. Also, das mal hier, kleiner Tipp für Tavernen im tiefen Tal. Ich denke, es gibt genug andere Spiele wie Flügelschlag. Da hat man viele Erweiterungen. Gerne bei Terraforming Mars ist viel Zeugs manchmal dabei. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken, was ihr so für Spiele habt, wo ihr tendenziell da sitzt, was weiß ich. Grand Austria Hotel, so ein Spiel, wo ihr einfach ganz viele Tüten immer habt und dann immer nie wisst, ah, scheiße, was gehört jetzt zur Erweiterung? Was ist jetzt Grundspiel? Was ist Modul? So, Aufkleberchen. Habe ich früher schon immer gemacht, auch teilweise mit Farbcodes, aber jetzt habe ich halt einfach mal welche zum Ausdrucken gemacht, damit es ein kleines bisschen professioneller aussieht. Ihr könnt euch natürlich auch so ein Beschriftungsgerät kaufen und dann überall schön so Beschriftungsaufkleber rauslassen. Fühle ich auf jeden Fall auch. So, das war die Rutsche Pimp My Board Game. Ich hoffe, ihr habt Freude gehabt. Hier auf Twitch machen wir jetzt noch ein kleines bisschen weiter. Außerdem habe ich ja versprochen, dass wir noch ein Arche Nova verlosen, gepimpt von der Brettspiellösung. Mich würde interessieren, was ihr für Pimp-Tipps habt. Schreibt mir die in die Kommentare, kommt auf den Discord. Kommt mal in die Livestreams. Wir haben aktuell Flohmärkte immer donnerstags und Sonntagabend. Wir haben montags immer Brettspiel-Content, so wie hier, wo wir über Spiele reden. Wir haben teilweise vormittags Let's Plays und auch Just Chattings. Also hier ist ganz viel los. Keine Angst vor Twitch, ja? Kommt auf den Discord. Da gibt es eben nicht nur jetzt hier die coolen Pimp-Tipps für Tavernen im tiefen Tal zum Ausdrucken. Da gibt es die Spielerhilfe, die ihr vorhin gesehen habt von King of Tokyo. Ganz viele andere Sachen, die wir schon gemacht haben. Also das heißt, holt euch auf dem besten Discord bisher einfach zusätzliches Material und ich würde jetzt mal sagen, wir verabschieden uns von YouTube und machen hier ein bisschen weiter. In diesem Sinne, tschüss, YouTube. Hey du, komm mal ein bisschen näher.
suchst du fast legalen Spaß. Ja? Ich habe da was für dich, aber hier, das knallt so richtig rein. Und für die volle Dröhnung habe ich hier auch noch was reinbekommen. Und suchst du die Überdosis, dann klick hier. Aber Vorsicht, erzähl's nicht dem Bullen.